Der FDP-Oberbürgermeister in Dresden weigert sich, einen AfD-Stadtratsbeschluss, der abgestimmt wurde durch CDU, FDP und die Freien Wähler, wie gesagt, war ein AfD-Antrag, zur Bezahlkarte umzusetzen. Das nennt sich offensichtlich Demokratie 2.0. Wir gucken uns diesen Fall ganz genau an. Moin zusammen, ich bin Olli. Wenn du neu bist, jetzt für kritischen Content gerne ein Abo da lassen. Und ich hatte vor einigen Tagen darüber berichtet, dass ja wiederum die Brandmauer in Dresden gefallen ist. Denn die AfD hat, wie gesagt, dort einen Antrag zur Einführung der Bezahlkarte für die Fachkräfte eingereicht. So, das erstmal wirklich ganz rational. Einfach einen sachlichen, guten Antrag. Wenn man sich den mal im Detail anguckt, kann man das ja ganz genau sehen. Und das ist ja jetzt auch nicht irgendwie was ganz Krasses oder was Neues. Das haben wir ja schon gesehen, dass das jetzt in zahlreichen Landkreisen in Deutschland umgesetzt wurde mit der Bezahlkarte. Wir wissen es, in Hamburg beispielsweise gibt es sie, aber eben auch beispielsweise in Gesamtbayern wurde sie jetzt eingeführt. Und das hat auch nichts mit Diskriminierung eben dieser Fachkräfte sonst was zu tun. Die bekommen ja teilweise bis zu 400 Euro monatlich Taschengeld, Cash. 400. Das steht ja soweit fest. Und in Bayern ist das deutlich geringer, da sind es 50 Euro Taschengeld. Aber überlegt euch das mal. Das heißt, Wohnung ist bezahlt, Strom, Wasser, Heizung, alle Kosten, Essen, alles drum und dran und noch 50 Euro Taschengeld obendrauf. Ist das fair? Frage ich jetzt, wo es bei jedem vierten Rentner in Deutschland unter 1.000 Euro netto Rente gibt. Der muss davon auch alles bezahlen. Und er hat keine 50 Euro Taschengeld für hier mal ein Päckchen, irgendwas kaufen, da mal was sich gönnen oder sonst was. Nein, die gehen auch noch zur Tafel und müssen aufstocken und sonstige Sachen machen. Sind wirklich ganz, ganz schwierig im Leben. Also Respekt an alle älteren Zuschauer, die das durchmachen. Grüße gehen raus hier. Das jetzt von der FDP, das muss man sich ja vorstellen, vom Oberbürgermeister Hilbert, so heißt er, das Ganze jetzt verhindert wird. Habe ich das wirklich richtig gelesen? Der ist von der Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert von der FDP. Das ist Tatsache so. Ich habe mich nicht geirrt. Also daran sieht man mal wieder, wie weit es um die FDP gekommen ist. Aber wenn wir uns das angucken, oder nochmal zurück zu dem Punkt, wir müssen dazu nämlich ja auch noch wissen, dass Merz von einem, also Friedrich Merz von der CDU, von einem Fehler gesprochen hat, dass für einen sachlich offensichtlich guten Antrag gestimmt wurde von AfD selbst, klar haben sie eingebracht als Antrag, CDU, Freie Wähler und FDP. Das nennt man Demokratie. Wenn jemand, eine Partei mit ihren gewählten, ne, nicht irgendwie ernannt oder sonst was, nein, wirklich gewählten Mitgliedern und Vertretern hingehen und sagen, wir haben hier einen tollen Antrag ausgearbeitet, bla bla, stimmt ihr dafür oder dagegen? Und stimmen die dafür, weil sie sagen, das ist das Beste für die Stadt, das Beste für die Gemeinde, das Beste für die Menschen, die hier wohnen, und das machen wir jetzt so. Und damit wird es hier besser laufen. Das ist offensichtlich nicht erwünscht, wenn es von der falschen Partei kommt. Und dass Merz dann hier außer sich war, also, das kannst du dir wirklich nicht mehr ausdenken. Wie schlimm soll es hier noch weiter laufen? Aber gut, jetzt kommen wir zu der Situation aktuell. Von einem Ende der Brandmauer sprachen viele, schreibt Apollo, vor rund einer Woche. Hintergrund war ein Beschluss des Dresdner Stadtrats. Ein AfD-Antrag zur Einführung von Bezahlkarten für Asylbewerber erhielt durch Stimmen der AfD, der Freien Wähler und der FDP eine Mehrheit. Die Entscheidung fiel mit 33 zu 32 Stimmen denkbar knapp aus. Hatte ich darüber berichtet, wie gesagt, das war wirklich eine knappe Kiste. Entscheidend für den Beschluss war auch, dass Max Aschenbach, Mitglied von der Partei, nicht an der Abstimmung teilnahm, da er nach eigener Aussage kiffen war. Was willst du dazu sagen? Knaller. Die Entscheidung schlug hohe Wellen, da erstmals in einer deutschen Großstadt ein AfD-Antrag eine Mehrheit erhielt, heißt es hier. Und klar, das war natürlich auf zahlreichen Seiten zu lesen und das hat natürlich vielen einfach nicht gefallen und dementsprechend gab es da diesen riesengroßen Aufschrei. Aber glaubt mir und denkt an meine Worte, wenn wir ein halbes Jahr, ein Jahr oder gar zwei Jahre weiter sind, werden wir über solche Sachen nicht mehr in dieser Ausführlichkeit sprechen, dass die AfD einen Antrag eingebracht hat und dass dementsprechend dann die Leute dafür gestimmt haben aus den anderen Parteien und dass das ein guter Antrag war. Vielleicht war es aber auch ein schlechter Antrag, das kann ja auch sein.
Darüber werden wir ja nicht mehr so viel berichten und sprechen, weil das zur Normalität werden wird. Warum ist das so? Wir sehen ja mittlerweile, dass die Alternative für Deutschland regional, also in kleineren Gemeinden und Städten, schon sehr erfolgreich ist. Mehrere Bürgermeister gibt es mittlerweile, Oberbürgermeister, den ersten ebenfalls. Wir wissen es von einem ersten Landrat. Und das wird häufiger passieren. Und dementsprechend werden dann natürlich auch mehr Anträge kommen. Und es wird auch mehr Zustimmung dafür geben, wenn die Leute vor Ort, in diesen kleinen Bereichen dann vor Ort sehen, dass die Politik von denen gut gemacht wird. Oder aber schlecht. Und dann wird das nicht funktionieren. Keine Frage. Das ist aber noch ein längerer Weg bis dahin. Deswegen, also im halben Jahr, vielleicht mal zwei, drei Sachen, die man da mitbekommt, dann berichtet man auch noch kritisch und weiter überhaupt mit Schlagzeile darüber. Aber in einem Jahr und in zwei wird das nicht mehr in dem Ausmaß sein. Und es wird genauso auch sein, wenn es andere Anträge sind und mit Stimmen von der AfD gemacht wird, wie es seinerzeit 2020 war, dass Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD gewählt wurde. Das wird nie wieder so einen großen Aufschrei geben. Das glaube ich nicht. Aber das dauert noch eine Zeit, wie gesagt. Aber das Ganze geht jetzt hier weiter. Der Beschluss wird wohl doch nicht umgesetzt, heißt es. Am Donnerstag teilte die Stadt mit, dass der Beschluss nach Prüfung der Verwaltung für die sächsische Landeshauptstadt nachteilig sei. Wie kann der denn nachteilig sein? Das ist denn eine Geldeinsparung. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert, FDP, legte daraufhin Widerspruch gegen die Entscheidung des Stadtrats ein. Als Stadtspitze begrüßen die Abbeigeordneten und ich die bundesweite Einführung einer Bezahlkarte für Geflüchtete, erklärte Hilbert. Bereits vor der Einführung der bundesweiten eine eigene Karte zu entwickeln und einzuführen, sei jedoch nicht sinnvoll. Wegen des Widerspruchs von Hilbert muss die Abstimmung nun am 18. April wiederholt werden. Jetzt überlegt euch das doch mal. Jetzt überlegt euch mal diese Vorgehensweise. Nochmal, als Stadtspitze begrüßen die Beigeordneten und ich die bundesweite Einführung einer Bezahlkarte für Fachkräfte. Aber bereits vor der Einführung der bundesweiten eine eigene Karte zu entwickeln und einzuführen, sei jedoch nicht sinnvoll. Warum ist das nicht sinnvoll, monatelang das Ganze schneller zu haben, wie Bayern beispielsweise, um Geld zu sparen, um das System schon mal aufzubauen, zu verbessern? Das verstehe ich nicht. Das finde ich absolut irrational. Wegen des Widerspruchs von Hilbert muss die Abstimmung neu wiederholt werden. 18. April, ich trage es mir in den Kalender ein, berichte darüber. Erst wenn erneut eine Mehrheit für den Antrag votiert, muss der Beschluss umgesetzt werden. Ich glaube nicht, dass das nochmal durchgeht, nein. Die Entscheidung ist in der Sache richtig, im Verfahren inakzeptabel, heißt es noch hier. Von Friedrich Merz, so hatte er das ja gesagt. Das ist absoluter Wahnsinn. Im Verfahren inakzeptabel. Also nur genehme Abstimmungen werden dann auch demnächst durchgeführt. Obwohl die Entscheidung in der Sache richtig ist, ist die Abstimmung oder das Verfahren inakzeptabel. Und weiter sagte er, das war ein Fehler und wir werden über alles Weitere mit den Betroffenen sprechen. Wie soll sowas ablaufen? Du kommst nicht mehr auf eine Landesliste oder sonstige Wahlliste oder sonst was, wenn du nochmal so mit einem oder für einen AfD-Antrag stimmst? Fragezeichen. Der Fraktionsvorsitzende der Linken in Dresden geht sogar noch weiter. Er meinte, die CDU hat nun alle Hemmungen fallen lassen und macht ganz offen gemeinsame Sache mit den NAZIS. Was hier für Begrifflichkeiten genannt werden, das gebührt einer Demokratie nicht. Schreibt eure Meinung unten rein. Ich halte euch ganz klar auf eure Laufenden. Deswegen jetzt das Abo nicht vergessen. 18. April. Bis zum nächsten und ciao.